Hier zu unserer Rechten befindet sich der älteste Teil des Friedhofes, auf dem sehr viele Angehörige der Hoffaktorenfamilien bestattet sind. Die Lämmel, die Herz, die Wertheimer, ganz berühmte Familien. Diese Fragmente hier gehören zum Grabmal von Isaac Löw Hoffmann von Hoffmannsthal. Das war der Großvater von Hugo von Hoffmannsthal. Auch er wurde in der NS-Zeit exhumiert, sein Grabmal abgebaut, woanders wahrscheinlich wieder verwendet. Es gibt nur mehr die Sockelplatte und Fragmente der Inschriften. Tina, das sieht auch so aus, als ob hier eine Lücke wäre. Hier ist auch wirklich eine Lücke. Hier war der erste Reformrabbiner, den die Wiener Gemeinde gehabt hat, bestattet, Isaac Noah Mannheimer. Seine Gebeine sind ebenfalls in der Nazizeit durch die Kultusgemeinde selbst exhumiert worden und überführt worden zum Zentralfriedhof, ersten Tor, dem alten jüdischen Teil des Zentralfriedhofes, und dort mitsamt dem dazugehörigen Monument wieder errichtet worden. Dort kann man also heute das Grab sehen. Königswarter ist auch ein Name, der mir schon öfter unterkam. Was ich ganz interessant finde, ist ein Wappen mit einem Bienenstock. Die Familie Königswarter gehört zu den Gründerfamilien der Wiener Kultusgemeinde. Sie haben hier eine große Familiengruft. Man sieht auch, sie sind in den Adelsstand erhoben worden. Sie haben ein Bankhaus geführt, haben die ersten Eisenbahnlinien der Monarchie mitbegründet, unter anderem die Kaiser-Ferdinand-Nordbahn, haben sich zwei Ringstraßenpalais gebaut, gehören also wirklich zur Wiener Oberschicht. Das Wappen spielt auf ihre politische Orientierung an. Der Bienenkorb, die Biene, ist das Wappentier Napoleons. Und die Königswarters waren Unterstützer der Ideale der Französischen Revolution. Aber vive la liberté, so etwas konnte man in Wien, im Habsburgischen Kaiserreich, natürlich nicht laut sagen. Insofern ist das Wappen schon ein mutiger Schritt zu einem politischen Bekenntnis. Eine Frage, die ich da noch habe, ist das typisch jüdisch, so eine Familiengruft? Die Familiengruft ist ein Zeichen für eine weitgehende Assimilation an die nicht-jüdische Umgebung. Das ist sehr weit entfernt von der jüdischen Tradition und zeigt, wie sehr diese Familien das Bedürfnis gehabt haben, integriert zu werden, sich anzupassen, nicht mehr als Juden erkennbar zu sein. Einige Gruftanlagen hier auf dem jüdischen Friedhof Währing stehen offen. Sie wurden in der NS-Zeit geöffnet, als das Naturhistorische Museum hier Gebeine entfernt hat, um im Museum rassekundliche Forschungen durchzuführen. Bedauerlicherweise hat in der Nachkriegszeit niemand daran gedacht, diese Gruftanlagen wieder zu schließen. Bis heute sind sie geschändet, geöffnet. Auch wenn auf vielen Grabstellen Ascheurnen-Skulpturen zu sehen sind und wenn auf noch mehr Grabsteinen draufsteht Friede seiner Asche, Friede ihrer Asche, so bedeutet das nicht, dass auch nur eine einzige Person, die hier auf diesem Friedhof bestattet ist, verbrannt worden ist. Die Feuerbestattung ist im Judentum verboten, denn wenn der Tote verbrannt wird, so kann er am jüngsten Tag nicht mehr auferstehen, weil die Knochen in seinem Grab nicht intakt erhalten sind. Dieser Grabstein hier ist das einzige Beispiel für die symbolische Darstellung von Granatäpfeln hier auf dem Währinger jüdischen Friedhof. Der Granatapfel steht als Symbol für das ewige Leben, als Frucht, die im Verfaulen, im Sterben aufplatzt und die neuen Samen freigibt. Hier sehen wir ein sehr schönes Doppelgrabmal im orientalisierenden Stil. Tina, wenn ich mir diese Grabhäuschen, aber auch die Kuppeln ansehe, habe ich eher den Eindruck, ich bin auf einem orientalischen Friedhof und weniger auf einem Wiener Friedhof. Das schaut hier ganz anders aus. Was bedeutet das? Das hier ist die türkische Abteilung dieses Friedhofes. Wien hat ja eine eigene türkisch-israelitische Kultusgemeinde gehabt. Diese türkischen Juden sind aus dem Osmanischen Reich nach Wien gekommen zum Ende der Türkenkriege nach dem Frieden von Passarowitz und haben hier eine eigene türkische Gruppe gegründet. Sie haben ihre Grabdenkmäler nach den Bestattungstraditionen des Osmanischen Reiches gestaltet, daher diese Grabhäuschen, die Ornamente, die an Koran-Illuminationen erinnern. Dieser Sarkophag ist das Grabmal von Joachim Ritter von Efrussi.
gehört also eigentlich auch noch zur sephardischen Gruppe. Efrussi ist der Mitbegründer der Kreditanstalt. Aus einer Familie aus Odessa kommend, hat sich hier in Wien niedergelassen. Seine Söhne allerdings hat es dann nach Paris gezogen und sie sind dort in die französische Oberschicht aufgestiegen. Der eine Sohn war ein großer Kunstmäzen, hat sich mit Marcel Proust angefreundet und wurde von Proust in dem ganz berühmten Roman A la recherche du temps perdu als Swann im ersten Band, eine Liebe von Swann, porträtiert. Der andere Sohn von Efrussi hat sich das Palais Efrussi an der Côte d'Azur erbaut. Tina, hier haben wir ja wieder den reinsten Dschungel. Vor 2 Jahren haben wir es ja geschafft, dass im Gemeinderat endlich im Rathaus die Umweltstadträtin 7 aktiv wurde. Das Stadtgartenamt hat hier nicht geschnitten. Warum, weiß ich bis heute nicht. Ja. Aber da sieht man, was für ein rausgeschmissenes Geld das ist, wenn man nicht nachhaltig pflegt. Und dann schaut es nämlich so aus. Und das macht viel kaputt. Ne? Für dich wahrscheinlich auch schwierig zu forschen. Der Bewuchs ist natürlich eine ganz problematische Situation. Seit 1938 wird der Friedhof ja nicht mehr gärtnerisch gepflegt. Was hier unbedingt notwendig wäre, wäre eine kontinuierliche professionelle Betreuung, Pflege, sodass man auch zu den einzelnen Grabstellen dazu kann, dass man überhaupt erkennt, wer hier begraben ist, dass man überhaupt die Schriften lesen kann. Das Bild, das sich momentan hier bietet, ist, finde ich, dieser Stadt unwürdig. Das sehe ich genauso. Und zumal hat die Stadt ja auch eine Verantwortung, auch eine historische. Da ist ein Gemeindebau, der heißt Arthur Schnitzler Hof. Und steht ja in Wahrheit auf Friedhofsgrundstück, wie du mir mal erzählt hast. Was hat es damit auf sich? Dieses ganze Grundstück, auf dem heute dieses hohe Haus steht, war ursprünglich Teil des Friedhofes. Der Friedhof hat sich bis nach vorne zum Gürtel erstreckt. Tatsächlich ist hier in der NS-Zeit geplant gewesen, eine Bunkeranlage zu errichten und zu diesem Zweck hat die Stadt Wien hier eine große Grube ausgebaggert und dabei mindestens 2000 Gräber zerstört. Nach dem Krieg ist es zu Restitutionsverhandlungen zwischen der Gemeinde Wien und der neu gegründeten Wiener Kultusgemeinde gekommen. Letztendlich wurde dann im Zuge des Abschlusses des Staatsvertrages erst 1955 ein Rückstellungsvergleich erzwungen zwischen den beiden Streitparteien, in dem die Kultusgemeinde auf dieses Grundstück, diesen Teil des Friedhofes verzichten musste, zugunsten der Gemeinde Wien, die wiederum zugesagt hat, dass dieses Grundstück niemals verbaut werden wird, in Anerkennung der Tatsache, dass es sich hier um einen Teil eines jüdischen Friedhofes handelt. Tatsächlich wurde bereits 3 Monate nach Abschluss des Rückstellungsvergleiches eine Umwidmung vorgenommen, hier Bauland gewidmet und darauf ein Haus errichtet. So kommen wir zu der seltsamen Situation, dass wir auf einem jüdischen Friedhof ein Wohngebäude stehen haben, etwas, was absolut verboten ist. Durch diese Geschichte des Arthur Schnitzlerhofes erkennt man ja eigentlich sehr gut, dass die Stadt Wien auch eine Verantwortung hat. Weil sie will sie ja eigentlich nicht übernehmen und behauptet immer, der Bund hat das Washington-Abkommen unterzeichnet, wir wollen da gar nichts tun, die sollen. Der Bund sagt wieder, die Stadt Wien soll tun, was liegt ja in Wien. Und daran erkennt man ja auch unser Problem mit der Erhaltung dieses Friedhofs. Niemand will es bezahlen, alle wollen es angeblich retten, nur tun tut keiner was. Und für mich ist aber die Verantwortung der Stadt Wien hier auch sichtbar. Und man könnte hier meiner Meinung nach wirklich voranschreiten und hier diesen historischen Ort retten. Ich glaube auch, dass viele Leute hier einfach herkommen. Und du zeigst uns so wunderbar diese Geschichte dieses Friedhofs, dieses Leben von diesen Menschen, die hier gelebt haben. Eine Kultur, die zerstört worden ist 1938, wo wir noch einmal erfahren können, was für Familien waren das? Was haben die für diese Stadt gemacht? Was für eine Bedeutung haben die in dieser Stadt? Die haben so viele Spuren hinterlassen, von Ringstraßenpalais bis Bankhäuser, von Kultur bis Wirtschaft. Und ich danke dir wirklich dafür, dass du das so erforscht, dass du diese Geschichten immer wieder erzählst, weil dann erkennt man auch, was für ein Ort das ist. Und ich hoffe, dass bald sehr viele Menschen hier reinkommen können, egal ob Wienerinnen oder Wiener, ob Touristinnen oder Touristen. Es sollen viele Leute diesen Ort sehen können. Tina, danke. Danke dir.